trau dich doch mal was. Du lachst so laut, guck wie jeder rüber schaut, du musst essen, Kind. Schau, wie du deine Arme sind, auf die Linie schauen, wir sind kurvige Frauen. Herzlich willkommen, wir sind heute bei der Singer-Songwriterin Amy Warning. Hallo Amy. Hallo. Ist es okay, wenn wir du sagen, wir haben ja quasi ein Alter? Ja. Okay, also wir fangen an mit ein paar Fragen, die Schüler aus norwegischen Schulen geschickt haben, die sie gerne von dir wissen wollen. Mhm. Und zuerst einmal von der weiterführenden Schule Stovna in Oslo. Da ist die erste Frage, wann hast du angefangen, Musik zu machen? Jetzt muss ich kurz überlegen. Also ich habe, als ich so 12 oder so war, schon mal Klavier gelernt und habe dann aber wieder aufgehört. Und dann erst so mit 14, 15 habe ich angefangen, auch Songs zu schreiben und Gitarre zu spielen. Und dann so mit 16 bin ich auf die Bühne und dann immer mehr, ja. Also ziemlich früh. Und woher bekommst du die Inspiration für deine Musik? Eigentlich in allem, was ich so erlebe und was mich irgendwie bewegt. Also ja, meine Songs sind eigentlich immer über irgendwelche Sachen, die wirklich passiert sind und wo ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich daraus ein Lied machen will. Und was war das Schwierigste für dich, als du angefangen hast, professionell Musik zu machen? Weil das ist ja etwas, wovon viele Leute träumen, aber was wenige Leute dann wirklich umsetzen. Ja, also am Anfang war mir das gar nicht so klar, dass es vielleicht so eine ungewöhnliche Richtung ist. Dadurch, dass mein Papa eben auch Musik macht. Eigentlich war für mich die größte Schwierigkeit irgendwie so meine Schüchternheit. Und ich bin jetzt nicht so eine Rampensau auf der Bühne. Also das alles abzulegen, dass ich meine Songs wirklich aufführen kann und diesen Weg gehen kann, wo man ja doch irgendwie offen sein muss auf der Bühne und so. Das war eigentlich die größte Hürde so für mich persönlich. Ja. Gut. Und dann gibt es einige Fragen vom Gymnasium Heldberg. Das ist auch in Oslo. Mhm. Und warum bist du Musikerin geworden? Was hat dich so sehr begeistert? Ja, ich bin Musikerin geworden, weil echt die Musik mich einfach begeistert hat. Also irgendwann habe ich einfach so allein in meinem Zimmer angefangen, Songs zu schreiben. Und diese Songs wollte ich dann halt irgendwann Leuten zeigen. Und das war für mich dann so, ja, der Anreiz, dass ich gesagt habe, ich will das machen. Schön. Und wie viele Sprachen sprichst du? Ich spreche Deutsch und Englisch und ich hatte Spanisch in der Schule, also das auch so ein bisschen, ich verstehe es ganz gut und das war's. Und du hast die Schule beendet, oder? Ja. Obwohl du schon so früh mit Musik angefangen hast? Ja, nee, genau, ich habe mein Abi gemacht und ab da dann Musik. Und hast du Kinder? Und wenn ja, wie viele? Nee, ich habe noch keine Kinder. Will ich aber irgendwann schon. Ja. Okay, und dann hat die Miesen weiterführende Schule auch noch einige Fragen. Das ist die dritte Klasse. Mhm. Und die erste Frage ist, wo in Deutschland wohnst du eigentlich? Wo sind wir gerade? Mhm, wir sind in München. Genau, hier bin ich auch geboren und wohne hier schon immer. Und was ist deine Lieblingsstadt in Deutschland? Ich finde München schon gut. Also deswegen wollte ich auch nie jetzt unbedingt weg von hier. Hm. Also ich finde es schon schön hier. Hier gibt es auch die Isar, das ist so ein Fluss. Und viel Grün und ich kenne hier auch viele Leute. Und ja, also ich würde sagen, München ist dann auch so meine Lieblingsstadt. Schön. Und hast du ein Vorbild? Und wenn ja, wen? Musikalisch, anderweitig? Also, ich glaube, ich habe einige Vorbilder so in verschiedenen Dingen. Mein Papa ist auf jeden Fall auch ein Vorbild für mich, also wie er seinen Weg mit der Musik schon, also der wusste, seit er ganz klein ist, dass er nur Musik machen will und wie er das schon immer durchgezogen hat und auch, ja, auch mit vielen anderen Sachen ist er ein Vorbild für mich. Musikalisch, da hängt auch ein Foto an der Wand, liebe ich auf jeden Fall Bob Marley, den finde ich auch einfach richtig gut. Ja, und auch so modernere Sachen gibt es viel Musik, also wo mir verschiedene Sachen gut gefallen, könnte ich jetzt noch viele aufzählen. Aber ja, mein Papa ist auf jeden Fall ein großer Einfluss. Und
nicht nur die Schüler sind ja neugierig, sondern wir auch. Sprich, wir haben auch noch ein paar eigene Fragen. Mhm. Und der erste ist, deine Musik verbindet ja ganz viele verschiedene Stile. Und ist dein privater Musikgeschmack, also was du dir im Auto anhörst, unter der Dusche, ist das genauso vielseitig? Nein. Nee, eigentlich. Also, es gibt tatsächlich Musikrichtungen, die ich fast gar nicht höre. Also, irgendwie kann ich so härtere, so Rockmusik und so, liebe ich jetzt nicht so, wenn ich daheim bin, mir das anzuhören. Ja, wahrscheinlich bin ich da sogar relativ unvielschichtig, glaube ich. Ich weiß nicht, ich höre dann doch oft, ich mag ganz gern so, wenn ich tanzen will, dann höre ich so Afrobeats und so Dancehall und sonst auch gern echt so entspannt Akustik, Singer-Songwriter-Sachen. Ja. Und dann höre ich auch oft die gleichen Sachen oft. Und wie viel Zeit verbringst du damit, die Texte zu schreiben und wie viel Zeit für den musikalischen Teil? Also es ist, ich bin generell keine so Ultra-Perfektionistin. Mhm. Also meistens mache ich es relativ intuitiv, beides. Also meistens fange ich so an, spiele auf der Gitarre und dann kommt irgendwie eine Melodie und dann kommt so eine Linie und irgendwie so ein Thema und dann schreibe ich den Text und das ist dann meistens auch fertig nach ein paar Tagen, so das Grundgerüst und das ändere ich dann meistens auch nicht mehr. Also ja, insofern brauche ich da nicht so lange. Klar, man muss es dann noch ausarbeiten und wie klingt es dann mit der Band oder auf der CD, das dauert immer. Aber so das Grundgerüst mache ich relativ spontan immer. Und was ist zuerst da, die Melodie oder der Text? Meistens die Melodie. Also ich finde es auch beim Deutschen irgendwie schwierig, wenn man noch gar nicht weiß, was es für eine Melodie hat und was für einen Rhythmus, das da überhaupt einzufügen. Also genau, ich schreibe eigentlich immer erst eine Melodie und dann den Text dazu. Du meintest ja eben gerade beim Deutschen. Wie unterschiedlich sind die Gefühle? Du hast ja auch lange Zeit auf Englisch gesungen. Mhm. Wie unterschiedlich sind da die Gefühle und warum hast du dich dafür jetzt entschieden? Also für manches finde ich es, also genau, warum ich mich dazu entschieden habe, war, weil ich Deutsch eigentlich auch noch mal viel besser kann als Englisch. Und ich irgendwie schon gemerkt habe, dass ich manches, auch wie ich es sag und so, besser auf den Punkt bringen kann auf Deutsch. Manches finde ich auf Deutsch auch schwieriger. Also irgendwie finde ich schneller Melodien mit den englischen Wörtern, weil es dann irgendwie schneller so ineinander fließt und man es dann gut singen kann. Und beim Deutschen muss man manchmal schon ein bisschen suchen, dass ja es nicht zu hart klingt und man irgendwie es trotzdem so miteinander verbinden kann. Aber ja, beides hat, glaube ich, so seine Vorzüge. Wirst du irgendwann zu Englisch zurückgehen, glaubst du? Ich will eigentlich gern beides machen. Also ich arbeite auch gerade an neuen Liedern, wo der Refrain auf Englisch ist und dann die Strophen in Deutsch. Also wenn man das irgendwie schafft, das beide zu vermischen, dann würde ich das eigentlich gerne auch ausprobieren. Sehr schön. Es erscheint ja demnächst dein viertes Album und in Oslo wirst du dann ja auch den Song Blaue Augen daraus vorstellen. Was hat es mit dem Titel auf sich und was hat es mit dem Lied auf sich? Ja, also der Song und die ganzen Songs auf diesem neuen kleinen Album sind so ein bisschen, also am Ende geht es bei allen Songs darum, dass man eigentlich jetzt genießen soll und sein Leben lebt und auf nichts warten soll und sich nicht zurückhalten soll irgendwie. Also in dem Lied Blaue Augen geht es darum, dass ich glaube, manchmal denkt man so, dass früher alles besser war oder alles einfacher oder irgendwie man so denkt, ich will wieder irgendwie Kind sein, da gab es keine Schwierigkeiten und Sorgen. Aber im Endeffekt geht es dann in dem Song darum, dass es nicht so ist. Also dass man an jedem Punkt im Leben zurückschauen kann und sagen kann, früher war alles besser und ich weiß es nicht, ich wünsche mich zurück dahin. Aber am Ende geht es darum, dass man eben das gerade nicht macht, sondern dass man einfach sagt, ich mache jetzt alles und ich genieße und jeder Abschnitt im Leben hat auch sein eigenes Gutes und es irgendwie einfach anzunehmen. Und darum gehen eigentlich fast alle Lieder auf diesem neuen Album. Immer ein bisschen auf eine andere Art, aber ja,
obwohl die Songs so ein bisschen melancholisch klingen, ist eigentlich am Schluss immer die Botschaft, genieß es jetzt und mach und ja, das Leben ist eigentlich gut, solange man es irgendwie auch lebt. Was genießt du im Moment am meisten? Aha. Also schon auch die Musik immer und irgendwie, die begleitet mich halt so. Und ich bin auch froh, dass ich wieder spielen kann und dankbar, dass ich immer noch neue Ideen habe und so. Das ist ja auch ein Geschenk, dass wenn man schreiben kann und Musik Ideen hat. Also das genieße ich auf jeden Fall, dafür bin ich auch dankbar für und ja, ich genieße ganz viele Sachen, könnte ich jetzt alles aufzählen, also ja, weiß nicht, dass es eine gute Antwort war. Mir reicht die auf jeden Fall. Und du singst ja auch oft über das Thema Freundschaft. Hat sich das durch deinen Touren und durch den Beruf irgendwie für dich verändert? Ja, schon. Also ich bin nämlich nicht so eine Person, die gerne telefoniert oder in so ständigem Kontakt bleibt. Und wenn man dann eben tourt und ja, auch oft nicht da ist und so, dann verändern sich Freundschaften, glaube ich, auch. Aber ja, ich finde irgendwie, es macht auch nichts, wenn man sich manchmal länger nicht sieht. Und ich glaube, so wirkliche Freundschaften bleiben dann auch wenn sich im Leben Sachen verändern. Wie sollten gute Freunde für dich sein? Ehrlich, auch irgendwie loyal. Auch, ich finde es auch gut, wenn also die irgendwie lustig sind oder einen halt irgendwas verbindet und man einfach eine gute Zeit zusammen haben kann. Jetzt nicht immer und nur das, aber ja. Ja, aber ja, ehrlich ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und wie wichtig ist deine Familie für dich? Sehr wichtig. Also, genau, meine Familie. Ich habe auch noch ein anderes Projekt, so einen kleinen Laden mit meiner Mama zusammen, mit meinem Freund und mit meinem Papa mache ich ja sowieso auch Musik und ich habe noch eine kleine Schwester, die ist dann auch oft dabei und so. Also ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie auf jeden Fall. Und du hast ja auch in dem Song Hausdach eine Situation beschrieben, wo man um 8 Uhr morgens auf dem Hausdach sitzt und quasi das Leben lebt. Worüber würdest du da mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin reden, vermutlich? Der Song ist nämlich auch echt passiert, deswegen überlege ich gerade. Also es war so, dass ich mit einem Freund auf einem Hausdach saß und der gerade so ein bisschen eine schwierige Situation im Leben hatte, aber dieser Moment dann irgendwie schön war und man den so, ja, gemeinsam irgendwie einfach hatte. Ja, jetzt, früher bin ich öfter auf Hausdächer geklettert, jetzt mache ich es nicht mehr so. Ja, da fühlt man sich einfach frei oben, gell? Wenn man dann so über die Stadt schauen kann und mit Leuten da ist, die einem nahe sind vielleicht, dann ja, fühlt man sich frei. Und was machst du, wenn du einfach mal kurz untertauchen möchtest? Also wenn du Ruhe brauchst und nicht über deine Probleme nachdenken möchtest? Ich gehe gern spazieren. Also das hilft mir so, den Kopf frei zu kriegen oder auch mit dem Fahrrad irgendwie eine Weile einfach fahren. Ja, klar, die Musik ist auch irgendwie ein Ventil, um so gewisse Gedanken rauszubekommen. Aber wenn ich echt so den Kopf frei haben will, dann ja, gehe ich gerne spazieren. Am liebsten eigentlich. Ist eigentlich egal, wo. Es geht mehr so um dieses einfach Gehen und Nachdenken. Ja. Bist du jemand, der weit in die Zukunft plant? Und wenn ja, wie sehen deine Pläne aus? Ich plane so mittellang, glaube ich. Also ich überlege schon, was im nächsten Jahr mit der Musik passieren könnte. Und man muss ja auch, es dauert immer alles ewig, bis man Songs aufgenommen hat und Videos hat und so. Deswegen muss man es auch so ein bisschen so machen. Aber ich bin jetzt keine Person, die so 10 Jahre in die Zukunft sich da schon sieht. Ich lasse es dann auch auf mich zukommen und versuche einfach jeden Schritt irgendwie so gut ich kann zu machen. Und hattest du dir mal vorstellen können, dass Schüler und Schülerinnen mit deinen Texten Deutsch lernen? Nee, also als ich die Songs geschrieben habe, habe ich an sowas gar nicht gedacht erstmal.
Ja, jetzt so eben seit dieses deutsche Album, momentan das Album raus ist, haben mir immer mal wieder Leute geschrieben, auch also aus verschiedenen Ländern, dass sie die Songs irgendwie schön finden, obwohl sie es teilweise auch nicht verstehen. Und manchmal habe ich eben auch gehört, dass sie eben finden, dass die deutsche Sprache in den Songs nicht so hart klingt, sondern also, dass es irgendwie angenehm klingt und eben, dass sie damit auch versuchen, Deutsch zu lernen. Also ja, am Anfang hätte ich gar nicht damit gerechnet, aber jetzt anscheinend, also ich freue mich, dass es jetzt anscheinend so passiert. Hast du ein Lebensmotto? So ein bisschen wie auf diesen, die neuen Songs, versuche ich auf jeden Fall so zu akzeptieren und jetzt zu genießen und ja, alles so gut zu machen, wie ich kann. Das, ja, hat man schon oft gehört, ist halt so, genieße den Tag und so. Aber mal, also ich glaube, früher hätte ich vielleicht auch schon das Motto gesagt, aber jetzt glaube ich, dass ich es wirklich verstanden habe, weil manchmal passieren auch schlimme Dinge, die einen dann erst so wirklich dankbar werden lassen, nochmal ganz anders und den Moment nochmal mehr genießen lassen. Und ja, dieses Gefühl versuche ich auf jeden Fall jeden Tag mitzunehmen. Und du warst noch nie in Norwegen, oder? Nee. Worauf freust du dich am meisten? Ja, gute Frage. Also ich freue mich natürlich auf das Konzert da. Also ich habe schon gesehen, wo wir da spielen. Und ich glaube, die Location ist richtig cool und auch so richtig zentral. Und dort ist, glaube ich, auch die Oper. Also ich freue mich einfach, ja, die Stadt zu sehen und die Leute dort auch kennenzulernen und alles. Auch, ich weiß gar nicht, was man dort zum Beispiel isst. Also was da so eine Spezialität ist. Auch sowas vielleicht. Also ich freue mich auf alles, einfach das bisschen kennenzulernen. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich sehr auf das Konzert, was ich vielleicht dann auch sehen darf. Und ja. Cool, ja, danke. Bleiben wir, wie wir sind. Wir bleiben, wer wir sind. Weil es gibt immer, immer, immer Gegenwind.